Kreativität ist ja auch ein wichtiger Begriff geworden bei Van Gaal. Da merkt man ja, glaube ich, auch, dass die sich sehr in dem Jugendbereich nochmal rein engagiert haben, auch zusammen mit Andres Jonker da nochmal Anstöße gegeben haben. Ah ja, als ich die ersten 6, 8 Wochen gesehen habe und gesehen habe, wie wir uns verbessert haben, auch im Passspiel, dann bin ich natürlich zu den Jugendtrainern hingegangen und gesagt, pass mal auf, die und die Übung, die finde ich genial und die nehmen wir in unser Trainingsprogramm auf. Ich zeige sie euch mehrfach, ich korrigiere auch gerne, ich sage, wo es drauf ankommt ich kommentiere fast jeden Pass. Wir haben gestern verloren, ich bin um 1 Uhr nach Hause gekommen und heute Morgen war ich um 8 Uhr schon wieder auf der Anlage, habe vorher aber schon meine Auswertung gemacht. Das heißt, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, um 1 Uhr ins Bett gegangen, um 6 Uhr aufgestanden und alles fertig gemacht. Und dann habe ich mit den Reservisten trainiert, habe eine kurze Besprechung gemacht und jetzt sitze ich hier. Ja, um 10 vor 3. Nichts, alles Arbeit natürlich. Ja, das ist mein tägliches Arbeiten. Mal kommen Sie, mal kommt ein anderer und wir wollen immer was Schlaues wissen, aber ich kann nur was Einfaches sagen. Wir wollen natürlich dem Spieler auf den Grund gehen, aber das Spiel ist wahrscheinlich unerschöpflich. Jedes Spiel ist anders, hat man kein gleiches gesehen. Nein, das ist immer. Wenn einer schlecht schläft, das kann ja dann auch aufs Spiel einfach sagen. Ja, das sind verschiedene Sachen. Der eine, der hat Probleme zu Hause und den merkt man nicht an, der spielt nach wie vor erstklassig und der andere, der trifft keinen Ball mehr, wenn zu Hause nicht alles in Ordnung ist. Das kommt ja dazu. Wir haben ja auch hier Psychologen. Wenn mir früher einer was vom Psychologen erzählt hat, da hab ich gelacht. Jetzt weiß ich, dass das benötigt wird. Aber zu sensibel ist nichts. Das schafft man nicht. Nein, zu sensibel ist nichts. Das ist halt so. Man muss sich auch gegen Widerstände durchsetzen können. Und das kann mal der Schiedsrichter sein, da sind die Zuschauer, der ist der Gegenspieler. Und das sind persönliche Probleme, weiß ich, mit den Kindern oder mit den Eltern oder mit der Freundin. Da sind so viele Sachen, die wir als Trainer nicht beeinflussen können, die aber Auswirkungen auf den Spieler haben. Und da bin ich aber, wie gesagt, Laie. Fußball, denke ich, könnte man mich als Fachmann bezeichnen. Okay. Im weitesten Sinne. Letzte Frage als Fachmann. Viele, die wir interviewt haben, haben gesagt, das Spiel ist an so einem Endpunkt angekommen, so ein bisschen was Taktik und auch die physische Ausentwicklung der Spieler betrifft. Ich glaube es nicht. Ich glaube, in 10 Jahren ist man wieder an einem ganz anderen Punkt. Das hätte man doch vor 10 Jahren auch so gesagt. Wie sehen Sie das? Das Gleiche habe ich dem Arjen Robben gesagt. Da hat er gesagt, ey, ihr früher. Ich war doch als Zeitlupenfußball. Ich bin um die 11 über 100 Meter gelaufen. Ich bin die 1000 Meter in 3 Minuten gelaufen. Und ich bin in meiner guten Zeit pro Halbzeit, ich denke, 10 Mal von hinten 16er bis zum vorne, bis zum 16er gesprintet. Nein, das Spiel war anders. Ganz anders als heute. Aber wir konnten auch laufen. Wir haben aber nicht so viel trainiert und wir hatten nicht solch eine medizinische Betreuung und wir hatten nicht die Ahnung, wie das mit Ernährung ging. Bei uns wurde bei 40 Grad im Schatten nach einem anstrengenden Training, durfte man ein Glas Wasser trinken. 0,2. Da erinnere ich mich an der Jugend auch noch. Irgendwie in den 60ern durftest du nicht mehr was trinken. Ja, und wenn man, klares Wasser hatte und hat seinen Mund ausgespült, dann hat man einen Schluck Wasser getrunken und dann hatte man ein schlechtes Gewissen. Ach, jetzt hast du Wasser getrunken. Vielleicht kannst du jetzt nicht mehr laufen. Mhm. Und wenn man jetzt die heutige Situation sieht, wenn wir 10 Minuten trainiert haben, dann wird schon Wasser getrunken. Wenn man sieht, wie viel Wert auf Regeneration gelegt wird. Wir haben, ich glaube, 4 Masseure da und weiß ich wie viele Bänke. Wir haben die Ärzte, die permanent hier sind. Und wir hatten einen Masseur, der war halbe Tage da. Als ich 18 Jahre alt war und hat mal die Tür aufgemacht, wo der Masseur drin war, hat Hans Walle zu mir gesagt, Hermann, hey, was machst du denn hier? Mach mal schnell die Tür zu. Und dann hast du die Tür zugemacht. Dann hast du nichts gesagt, sondern dann hast du die Tür zugemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich den Hans Walitz oder Aya Krämer, der jetzt vor kurzem gestorben ist, was ein Riesenfußballer war und auch so als Mensch war das für uns junge Spieler ein wunderbarer Junge. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Herr Krämer oder Herr Walitzer und Sie oder Hannes und du und Eier und du. Das war nicht so wie heute. Ne? Walitzer hat ein wunderschönes Bild mit dem Franz Beckenbauer in der Stammkneipe in der Bochumer, da, direkt neben dem Stadion. Ja. Super Szene im Strafraum, wo er schießt, glaube ich, knapp am Tor vorbei oder rein. Also. Ja. Da muss ich auch nachfragen. Ich meine, den Namen kannte ich natürlich, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Ja.
sind sie immer noch Co-Trainer jetzt in der ersten Mannschaft und haben jetzt die zweite Mannschaft auch noch übernommen. Ist ja schon viel eigentlich. Ja, von der Zeit her ist es aufwendig, ist überhaupt keine Frage, aber das macht mir nichts aus. Momentan bedrückt mich nur der aktuelle Tabellenstand, dass wir Spiele abliefern, die normalerweise in Ordnung sind, aber wir schießen vorne viel zu wenig Tore und hinten lassen wir immer eins zu, sodass wir, glaube ich, aktuell Tabellenletzter sind. Und das war ich noch nie und das bedrückt mich. Das war jetzt die zweite Mannschaft? Das war die zweite Mannschaft. Die erste hab ich mir natürlich angeschaut. Wir haben in Sandhausen gespielt, das ist unweit von Hoffenheim. Die Hoffenheimer waren so nett, uns einzuladen. Und da war ich natürlich sehr froh, dass wir in der 92. Minute das Siegtor gemacht haben. In Sandhausen war es aber dann umgekehrt mit dem Tor. Ja, da haben wir den 90. 1 bekommen. Und das bedrückt mich nach wie vor. Jetzt machen Sie das ja schon sehr lange bei Bayern, ich glaube seit 1990, 91. Wie hält man da die Power, die Leidenschaft auch so da oder kommt das einfach von alleine bei dem Job? Ja, ich war ja von 90 bis 95 hier und von 95 bis 2001 nicht und dann ab 2001 bis jetzt wieder. Es macht mir nach wie vor sehr viel Freude und ich arbeite bei dem Top-Verein in Deutschland und ich möchte, dass der Verein genauso zufrieden ist mit mir, wie ich mit ihm. Und deswegen arbeite ich besessen täglich und will die jungen Leute fördern und fordern. Jetzt ist, wie wir heute auch wieder gesehen haben, die Ansprache auf dem Platz manchmal schon recht hart. Verkraften die das auch alle so, wenn die dann so direkt auf ihre Mängel angesprochen werden? Ja, aber wie soll ich das machen? 14 Tage warten und sagen, da hast du im Training den und den Fehler gemacht. Die wissen ganz genau, dass die Bälle flach gespielt werden müssen. Sie wissen, wer Linksfuß und wer Rechtsfuß ist. Und dann möchte ich auch, dass der Linksfuß auf links angespielt wird und der Rechtsfuß auf rechts. Und dass die sich verschieben und dass die genau passen und wissen, mit welcher Geschwindigkeit der erste Ball gespielt werden muss, der zweite und der dritte. Weil die Geschwindigkeit richtet sich nach den Distanzen. Und das üben wir seit 4 Monaten und wenn das dann nicht klappt, dann bin ich natürlich unzufrieden. Und ich weiß, das ist auch nicht einfach für die Leute, die haben gestern nicht gespielt, die waren unzufrieden, wir haben verloren, sie haben nicht gespielt. Jeder meint natürlich, er ist der beste Mann und er ist besser als sein Konkurrent. Aber wenn sie dann spielen, dann zeigen sie mir, dass sie nicht so gut sind. Und wenn sie dann trainieren und sie trainieren gut, steht die Tür für jedermann wieder offen, in die Mannschaft zu kommen. Wenn sie aber nicht gut trainieren, sehe ich auch keinen Grund, sie spielen zu lassen. Ab wann merken Sie bei jungen Spielern, ab wann kann man das einschätzen, dass das was werden könnte, auch sag ich mal jetzt für die erste Mannschaft oder für Bundesliga-Tauglichkeit? Ich denke, dass ich das relativ früh erkenne. Bisher habe ich das bei 16-Jährigen immer vorausgesagt. Jetzt habe ich es einmal gemacht bei einem 12-Jährigen, aber der ist erst 14. Da weiß ich noch nicht, ob ich da recht haben werde. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Auch hier ist bei Bayern? Ja, auch bei Bayern. Ja gut, das ist ja immer hinter die Frage. Wie entwickeln die sich? Der ist noch sehr klein, der muss noch wachsen. Wie entwickeln sie sich? Dann kommt die Pubertät, dann kommt die Freundin dazu. Bleibt er dabei oder hat er andere Dinge im Kopf? Das kann ich nicht beurteilen. Und die Lernfähigkeit kann ich auch nicht beurteilen, aber wenn ich sehe, was er jetzt kann, wie er Fußball spielt, wie er den Ball behandelt, das ist außergewöhnlich gut. Und er hat auch einen außergewöhnlichen Fleiß, das heißt eine Leistungsbereitschaft, die sehr hoch anzusiedeln ist und er bringt die nötige Härte mit. Ich habe mal ein Spiel gesehen, ist schon 2 Jahre her, dann habe ich geschaut. Und dann kriegt er den Ball von 2 Metern voll auf die Nase geschossen. Ich denke, oh, mal gucken, was jetzt passiert. Hat er einmal so gemacht und hat weitergespielt. Da wusste ich, der Junge, der kann auch Schmerzen tolerieren. Und ich hoffe, dass es ein Spieler auch für Bayern München werden wird. Ist diese Zähigkeit heute mit am wichtigsten? Weil die kriegen ja schon auch viel mit inzwischen. Bis du damals 2021 bist, kannst du ja auch schon die eine oder andere Verletzung gehabt haben. Ja, nicht nur die Verletzungen. Das ist ja insgesamt sehr viel schwieriger geworden als bei uns. Ne? Wir haben ja 1000 Berater und 1000 Freunde, die ihnen auf die Schulter klopfen und immer sagen, was sie alles können und wie gut sie sind. Und wenn der Trainer was anderes sagt, dann ist der Trainer, der keine Ahnung von dem Fach hat. Und sie werden beeinflusst von den Eltern und von den Freunden und von den Beratern. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Und wir haben ja einen hohen Anspruch. Wir bilden aus für Bayern München. Wenn der Spieler jetzt bei Bayern München schafft, Stammspieler zu werden, ist er schon automatisch auch im Nationalkader. Vor 3,
Vor 3 Jahren habe ich dem Uli Hoeneß gesagt, ich sage, Mats Hummels und Holger Badstuber werden in 4 Jahren der Innenverteidigerpaar für Deutschland sein. Da haben sie mich alle belächelt.